Wo gibt es Gerechtigkeit? Wo gibt es in der Natur Gerechtigkeit, wenn nur die Tüchtigsten überleben? Wo finden wir Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, in der die Reichsten und Mächtigsten alle Vorteile haben? In dieser Welt ist es anscheinend normal, dass die Starken die Schwachen beherrschen, die Reichen die Armen unterdrücken, die Schlauen sich über die Dummen lustig machen, die Jungen sich gegenüber den Alten rüpelhaft benehmen und die Gesunden die Behinderten beleidigen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Es scheint, als sei unser Leben von Verwirrung und Widersprüchen geprägt. Es gibt keinen scharfen Kontrast mehr zwischen Schwarz und Weiß, richtig und falsch. Stattdessen sehen wir überall Grauzonen, in denen nicht klar definiert ist, was richtig oder fair ist. Viele Urteile werden aufgrund von Äußerlichkeiten oder familiären Rücksichten gefällt. Wer aus einer guten Familie stammt, genießt Ansehen. Wer aus dem Ghetto kommt, wird verachtet. Wir sehen die Welt durch unsere eigene Brille. Ist das etwa gerecht? Noch schlimmer sieht es in der Politik aus, in der sich jede Entscheidung auf persönliche Interessen oder Bedürfnisse stützt. Vielen Politikern ist der Profit eines großen Konzerns wichtiger als das Wohl des Volkes. Das ist kein Wunder, denn Wahlkämpfe werden häufig von Unternehmen und Interessensgruppen finanziert. Wahlversprechen sind da nichts als leere Worte, die eine Wahl oder Wiederwahl sichern wollen. Wie oft reden Politiker sich heraus oder machen andere verantwortlich, wenn sie ihre Versprechen nicht halten? Glauben wir wirklich noch, dass die Regierung und die Politiker ehrlich sind? Wo bleibt die Gerechtigkeit, wenn Geld, Macht und Ruhm die Gesellschaft regieren? Wenn die Reichen alles durchsetzen können, während die Armen leiden? Wenn Betrug erlaubt ist und Ehrlichkeit bestraft wird? Wenn Egoismus gepriesen und Hilfsbereitschaft verspottet wird? Wenn die Schwachen ausgebeutet und Aggressoren gefürchtet werden? Wo gibt es Gerechtigkeit in dieser Welt der Ungleichheit? Jemand hat einmal gesagt, die Unvernunft kann die Vernunft nicht besiegen, die Vernunft kann das Gesetz nicht besiegen, das Gesetz kann die Macht nicht besiegen und nichts kann die universelle Wahrheit besiegen. Die universelle Wahrheit ist das Gesetz des Karmas. Einerlei, was oder wer sie im Leben sind, sie können dem Karma und dem Tod nicht entkommen, weil das Gesetz von Ursache und Wirkung für alle lebenden Wesen gilt. Der Buddha lehrt, dass jedes bewusste Tun seine Früchte trägt, und zwar gemäß seiner ethischen Qualität. Das ist ein natürlicher Vorgang, den keine übernatürliche Macht lenkt oder stört. Nur wir selbst können unser Karma beeinflussen, und zwar indem wir Gutes tun. Darum ist es für jeden Menschen wichtig, das Karma zu verstehen. Weder Geld noch Macht, weder Ruhm noch Glück könnten seinen Lauf und seine Folgen ändern. Ein schlechter Mensch wird immer bestraft, ein guter Mensch wird immer belohnt. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber die Information ist im Äther gespeichert und irgendwann wird der Ausgleich erfolgen. Niemand steht außerhalb des universellen Gesetzes von Ursache und Wirkung.